Ja, hallo, grüß dich, servus. In diesem Video soll es mal darum gehen, wenn du ein richtig geiler Entwickler bist und hast gute Ideen, vielleicht sogar schon ein Produkt gebaut oder bist gerade dabei oder was auch immer. Auf jeden Fall, du bist ein geiles Gehirn, ein richtig gutes Brain in der Entwicklungsbranche, also IT-Branche generell, und hast aber letztendlich nicht genug Kapital. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst zum einen zu deiner Bank gehen oder zu mehreren Banken. Du kannst natürlich von deinen Verwandten dir was leihen und Freunden und so weiter. Würde ich dir nur in speziellen Fällen raten. Banken manchmal sind, wenn du jetzt halt keine richtige coole Historie hast und so weiter, also die haben bestimmte Kriterien und so weiter, auch limitiert. Und die geben dir in der Regel auch nicht wirklich irgendwelches Know-how mit oder sonst irgendwas. Ja. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass du dir sowas wie ein Venture Capitalist reinholst, ne? Also im weitesten Sinne. Und da wiederum gibt es zwei ganz grobe Unterschiede, meiner Meinung nach, Tendenzen. Ja. Und die möchte ich ganz gerne mit dir heute mal am Flipchart besprechen, ja, auf was du da vielleicht achten solltest. Warum dieses Video? Weil ich heute heute ein Gespräch hatte mit Venture Capitalist, noch einen relativ jungen, der sozusagen letztendlich in die Fußstapfen seiner Eltern sozusagen geht, und mit dem habe ich heute ein längeres Gespräch gehabt. Der hat mich auf einen Kaffee eingeladen und den habe ich zufällig heute kennengelernt, ja, also hier in unserem Akquise-Hauptquartier. Es sind häufig sehr interessante Leute hier auch zu treffen. Und ein sehr, sehr interessanter Typ, sehr international, hat irgendwie 3 oder 4 Passports, also 3 Nationalitäten und irgendwie eine Holding in Singapur, eine Holding in Irland und so weiter. Aber mehr dazu gleich am Whiteboard. Wir sehen uns, bis gleich am Whiteboard. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Thema, nämlich wie kriegst du Kapital zufällig in deine Firma rein? Ja, da gibt es also Capital Venture Lists. Capital Lists und so weiter, weißt du schon, was ich meine? Capital Venture, Venture Capital, ja, genau. Ja, und da habe ich mich heute zum Beispiel mit einem unterhalten, und der jetzt gerade speziell, also mit dem habe ich auch überredet, dass ich mit dem Interview mache. Das kommt dann auch demnächst auf YouTube raus oder vielleicht sogar mehrere Videos. Ich verstehe mich mit ihm recht gut. Und er ist auch nicht videoscheu, ne, wird aber nicht so also diverse raus, also wenn wir jetzt nicht alles besprechen können und so weiter, egal. Long story short, es gibt nämlich 2 Möglichkeiten. Es sind so, letztens habe ich zum Beispiel ein Interview gesehen mit diesem KLS, der macht ja auch sowas ähnliches letztendlich, ja, so übernimmt irgendwelche alten Firmen, ja, mit Track Record, und da wo die Inhaber keinen Bock mehr haben, und dann hebelt der die halt, ja, mit Bankkapital, und hat da so ein System aufgebaut und danach relativ schnell veräußert er wieder. Also das ist sozusagen die eine Variante, würde ich sagen. Das geht eher in so eine Richtung. Also ich würde es mal jetzt halt bewerten, wie so ein bisschen, ja, ich schlachte gerade den Mittelstand von Deutschland, helfe ich gerade so ein bisschen, den noch weiter auszuschlachten. Ne? Also diese altbewährten mittelständischen Unternehmen, die so, ja, so 7-stellige Umsätze machen, die skaliere ich ein bisschen hoch und dann verkaufe ich die. Und wohin verkaufe ich die? Meistens an irgendwelche Großkonzerne, die meistens auch ihre Steuern irgendwo im Ausland bezahlen. Also mal davon abgesehen sowieso. Ja. Also so ein bisschen, ich beschleunige noch so ein bisschen die Ausschlachtung des deutschen Mittelstandes. Ja. Das finde ich jetzt nicht so cool. Dann gibt es die anderen, mit denen habe ich mich heute zum Beispiel mit einem unterhalten. Der möchte es eher so im Stil machen wie Warren Buffett. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, sich quasi ein eigenes großes Portfolio aufbauen. Ja. Der hat sich zum Beispiel auf IT-Firmen spezialisiert, den habe ich heute zufällig kennenlernen dürfen, und wir haben uns super verstanden und werden auch in Zukunft noch ein paar Videos machen und so weiter. Und eventuell auch ins Geschäft kommen. Er ist sehr, sehr gut vernetzt, hat 4, 5 Nationalitäten und also ist von klein auf quasi sehr international schon immer, und hat letztendlich aufgrund seiner familiären Verhältnisse also relativ viel Kapital zur Verfügung, hat dann letztendlich jetzt diese Holdings gegründet, wo er eben sich auf bestimmte Gebiete in Europa beschränkt, ja, einfach da. Genau, also ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, vielleicht darf ich das auch gar nicht, muss ich nicht nochmal fragen, was ich alles verraten habe. Okay, also letztendlich gibt es diese 2 Möglichkeiten, und ganz kurz noch, weil es ist schon 9 Uhr abends und morgens bin ich wieder 6 Stunden im Zug, also ganz kurz. Letztendlich ist es so, auf was musst du dann achten, also wenn du jetzt Kohle brauchst, ja, und du hast, also es gibt ja 3 Möglichkeiten, du hast nur eine Idee, dann wird es sowieso immer schwierig, überhaupt Kohle irgendwo zu kriegen, also schau erst mal, dass du das Ding
oder besuchte bei uns einen Termin und so weiter. Wir helfen dir letztendlich auch, ja, also für sehr relativ wenig Geld, ja, dass du überhaupt erstmal Substanz bekommst und Proof of Concepts und so weiter. Aber in der Regel ist es ja so, dass du schon ein System hast und das schon eine Kundenbasis und so weiter und hast in der Regel ja schon selbst investiert. Ne? Also davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, das ist der zweite Weg. Also du hast jetzt irgendwie eine halbe Million investiert von deinem eigenen Geld, aber hast halt einfach beschränkte Kapitalzugänge und bist aber halt der Techie, der Brain und so weiter. Du bräuchtest eigentlich ganz andere Summen, ja, von dem Kollegen, also von dem, den ich heute kennenlernen durfte, wo mich heute auf dem Café eingeladen hat, der investiert immer so im achtstelligen Bereich. Also der kauft quasi Firmen, investiert achtstellige Summen ungefähr, also mittlere achtstellige, ja, also es geht schon um ein bisschen Kohle. Und das sind natürlich ganz andere Summen, die halt viele einfach nicht haben, aber halt die Brain und dann einfach Geld und Brain und dann halt sozusagen der Faktor Zeit. Ja, das ist dann der dritte Faktor. Also das Kohle, Wissen, dann mit Kohle und dann Zeitfaktor. Und du solltest dir einfach hier, das hat auch nochmal bestätigt, musst auf jeden Fall deine Cashflows, das ist das Allerwichtigste, okay? Und die Fehler, die hier immer wieder gemacht werden, das habe ich heute auch wieder bestätigt bekommen durch dieses Gespräch und so weiter, das ist eben Folgendes, okay? Also, ich mache mal hier die größten Fehler. Ja, also generell in diesen IT-Businesses, das ist das Cashflow. Und da hatten wir heute auch wieder so einen Fall. Das ist also eine Firma, die besteht seit Jahrzehnten, eine Softwarefirma mit, also wirklich ein Track Record ohne Ende, ja, jahrzehntelange Track Record. Die haben letztendlich bestimmte Rechnungen stellen die halt, ja, während des Jahres und dann haben die den Großteil dieser Rechnungen immer im vierten Quartal erst ausbezahlt bekommen. Also das heißt, die Time to Cash nennt sich das. Ich kürze das Ganze jetzt mal einfach ab. Ne? Also das Problem war da halt, dass die letztendlich in den Büchern hatten, die quasi monatliche so und so Einnahmen, aber in Wirklichkeit wurden diese Einnahmen erst im letzten Quartal des Jahres bezahlt und dann war und die ersten drei Quartale waren irgendwie total trocken und so weiter und so viel versteckte Sachen, die gar nicht so vorne einfach kommuniziert waren. Ja. Und das solltest du letztendlich vermeiden, wenn du Kohle brauchst, egal woher, ja, dass das eben der Fall ist und das kann man vielleicht ein bisschen verstecken, aber dann kommt es sowieso raus. Also das ist das Time to Cash. Das erste ist Time to Cash. Das ist so essentiell, weil du letztendlich ja nicht nur, also es geht nicht nur um irgendwelche Zinsen oder sowas, sondern es geht letztendlich um Speed. Ja? Du musst dir das so vorstellen, Compounding Interest und solche Sachen. Ja? Du musst es so vorstellen, wenn du, sagen wir mal, 10.000 Euro theoretisch im Januar in Rechnung stellst und aus irgendwelchen Gründen, wenn ihr dir erst 6 Monate, 9 Monate später bezahlt, ja, das war in dem Fall tatsächlich so krass, die genauen Umstände verrate ich jetzt nicht und das ist auch alles viel zu kompliziert, ja, und auch geheim und so weiter. Auf jeden Fall, es war einfach da so ein langer Zeitraum und es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Agentur hast, ja, und stellst irgendwie nach 30 Tagen eine Rechnung und dann wirst du erst nach 60 Tagen bezahlt und so weiter. Das ist ja genau das Gleiche. Also Time to Cash, das ist halt so, dass wenn du wachsen willst, ja, da ist ein wahnsinniger Hebel drin. Ja, weil du natürlich, wenn du jetzt zusammen mal zum Beispiel im Voraus bezahlst bis im Monat, das ist sozusagen das andere Extrem, ja, was die ganzen Coaches machen die ganze Zeit, deswegen wachsen die ja so schnell. Das ist ja einer der wichtigsten Hebel überhaupt, über die fast niemand redet. Ja, die werden immer im Voraus bezahlt. Ja, also wenn du jetzt irgendwie zu Dirk Kräuter so einen Coach gehst, ja, und dann machst du ein Programm für 12 Monate, dann drückst du ja im Regelfall die 60.000, das ist das Programm da kostet, diese Ausbildung, ganz am Anfang, also schon vorhin. Also letztendlich, also verstehst du, du bezahlst 12 Monate im Voraus. Also genau das Gegenteil, also genau der Reverse. Ja? Und das hat so unfassbare Power, weil du natürlich schon auf dem halben Weg der Leistungserbringung mit der Kohle, die du ganz am Anfang eingenommen hast, ja schon wieder 50 neue Kunden theoretisch gewinnen kannst. Ja? Also irgendwie in Ads ausgeben und so weiter. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum
zum Beispiel Ads bei vielen nicht funktionieren, weil dieser Time-to-Cache so ewig lang ist. Also selbst wenn es funktionieren würde, sie trocknen dann schon wieder aus und dann müssen sie ihre Ads wieder stoppen, dann wird der Algorithmus wieder abgefuckt. Und also es ist da gibt es so viele Details zu diesem Thema. Glaub mir einfach, wenn ich dir sage, desto schneller du bezahlt wirst, desto besser, und das hat einen unfassbaren Hebel. Also das ist ganz, ganz wichtig, und besonders wenn du jetzt halt, das ist ja der Sinn und Zweck dieses Videos, wenn du Kapital von außen irgendwo anziehen möchtest, das ist ein ganz wichtiger Faktor, und auch die Banker und so weiter schauen da auch drauf, aber ganz besonders die Venture Capitalists, das habe ich so richtig ausgesprochen, genau. Okay, dann das Nächste ist, wie gut kennst du deine Kunden? Also, und jetzt magst du vielleicht denken, ja, was soll das, ich kenne doch meine Kunden und so weiter. Denkst du, ja? Draußen gibt es Softwarefirmen, ja? Heute habe ich eine Story erfahren von jemandem, der hatte irgendwie 7 Kunden, aber hatte nur 6 irgendwie im Kopf oder sowas. Ja? Und hatte irgendwo noch einen Kunden, von dem er gar nicht, den er komplett vergessen hat und so weiter. Also das ist wieder so ein Extrem. Auf jeden Fall. Was ich auch häufig hier sehe, ja auch bei, wo ich in Deutschland viele Anfragen bekommen soll, dass man sozusagen Geschäft macht mit Kunden, die man nicht so wirklich, also man oder man ist der Meinung, man kennt seine Kunden, aber nicht so wirklich. Wenn ich dann ein paar Fragen anfange, ein paar Fragen zu stellen, dann kommt man da sehr schnell an seine Grenzen. Ja? Und da sage ich immer nur, und das ist auch in Deutschland so eine Mentalität, dass man da auch so ein bisschen falsche Charme hat. Ne? Das ist so quasi, das musste ich mir auch erst antrainieren, ja, weil ich bin ja auch aus Deutschland. Dass man letztendlich, und letztens hatte ich zum Beispiel auch wieder ein Vertriebsgespräch mit einem meiner Kunden, wo ich wieder so im Gespräch drin war. Und da kam dann so nach, und ich habe natürlich angefangen, Fragen zu stellen. Das war mit einem großen Haushaltsgerätehersteller, und dann hat mein Kunde gesagt, als ich dann fertig war mit meinen ganzen Fragen, wie es sich halt für den Vertriebler so gehört, in der Akquisephase, im Erstgespräch, einfach maximal Informationen einsammeln. Denn nur so kannst du dann auch wirklich feststellen, in wie und wann und wie viel und für wie viel du dann letztendlich helfen kannst. Und sagte, mein Kunde, also in dem Fall der Softwareentwicklerkunde von mir jetzt, in dem Gespräch, wo ich mit drin war, mit dem Haushaltsgerätehersteller, sagte dann mein Kunde, so, jetzt hören wir mal wieder auf. Ich glaube, der Thomas hat dich jetzt schon genug ausgequetscht. Ja? Und es ist so eine negativ behaftete Geschichte, aber es ist eben so notwendig. Denn, und das ist genau der Punkt, ja, besonders in Deutschland hat man die Mentalität, oder auch in anderen Ländern, ja, in Japan wahrscheinlich noch schlimmer, ja. Man will die Leute nicht nerven, man will die Leute nicht ausquetschen und so weiter und so weiter. Und ganz ehrlich, gerade weil ich so ein guter Vertriebler bin, wenn jemand mich ausquetschen möchte und es geht mir auf den Sack, kann auch sehr schnell passieren, dass ich dem eine reinhaue. Ja, also, aber in der Regel sind die Leute ja nicht so ausgebildet, ja, die du befragst. Das heißt, brauchst du keine Angst haben. Ja? Du brauchst keine Angst haben, einfach fragen, 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 denn du musst einfach deine Interessenten, deine Kunden, maximale Kenntnis, ja, also besser wie deine Ehefrau musst du die eigentlich kennen. Ja. Warum? Weil letztendlich dann in der Akquise, desto besser letztendlich du deine Kunden kennst, desto besser kannst du das Problem und die Herausforderungen deiner Kundschaft oder deiner potenziellen Kundschaft, auch Zielgruppe genannt, beschreiben. Und desto besser du die Probleme deiner Kunden beschreiben kannst, vielleicht sogar besser als sie selber. Also du schaffst es, die Probleme deiner Kunden besser zu definieren oder zu umschreiben oder zu beschreiben oder auch grafisch darzustellen oder auch per Video oder per Zeichnung, was auch immer, als wie sie selbst. Das wiederum projiziert auf dich maximale Kompetenz, also Expertise, Expertenstatus. Demzufolge wirst du mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit gebucht und gekauft, okay? Und das wiederum setzt die Kundenkenntnis zur Folge. Und das Beispiel heute wieder von dem Venture Capitalist, Capital Venture List oder wie das heißt, egal. Der hat auch wieder so eine Firma gekauft. Ja. Und da geht es ja, wie gesagt, 7-8-stellige Summen und so weiter. Und dann hieß es, naja, oh, da haben wir noch diesen Kunden und noch jenen Kunden und so. War ganz witzig. Okay, jetzt habe ich vor lauter
Ich muss mich jetzt erst sputen, ich muss morgen früh raus. Jetzt habe ich auch den dritten Punkt vergessen. Also das mit dem Time-to-Cash, also ein Riesenfehler. Also je nachdem nach Mentalität, nach Land. Ja, du hast teilweise, besonders auch in Südeuropa und in Osteuropa, ganz schlimm. Also da, wo letztendlich irgendwie die Rechnungen nach Monaten erst bezahlt werden, so echt ganz, ganz böse. Habe ich heute wieder bestätigt bekommen. Und Kundenkenntnis habe ich jetzt ausführlich beschrieben. Und jetzt habe ich den verdammten dritten Punkt vergessen. Ich hatte auch keine Zeit mehr, was zu notieren. Leute, ich muss jetzt los und ich lasse es mal so stehen. Und den dritten Punkt, den holen wir noch nach. Ich verspreche es euch. Bleibt dran auf dem Kanal. Unbedingt einfach abonnieren. Ja, einfach dranbleiben. Und ich verspreche euch den dritten Punkt. Den haue ich noch raus, weil das war wirklich ein cooles Ding. Also mit diesem Venture Capitalist da, also das war so cool, ey. Der hat irgendwie ein Schweizer Passport, ja, ein russisches Passport, ein UK-Passport. Ich weiß nicht, wie viele Aufenthaltsgenehmigungen. Der Typ ist so, also von klein auf, ne, also ist der auch in internationalen Schulen und so. Amerikanischen Akzent hat er, also Ich hab mich echt gefühlt, als hätte ich da James Bond mir gegenüber sitzen. Also echt super spannend. Also echt super spannend. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin dranbleiben. Unbedingt abonnieren. Ciao, ciao. Ich muss jetzt los.